Schauen wir mal, was in der Schule so läuft. Na. Und überall geputzt. Oh. Leere Schule. Langweilig. Oh, und so schönes Energiehaus. Alleine. Schauen wir mal zu den Mäusen. Was sind sie? Mäuse? Hallo. Niemand zu Hause? Gibt frisches Fressen. Ah, da ist eine. Schau, jetzt gibt's gleich Salat. Hallo. Hier ist das Wurst, gell? Sehr gut. Ist dein Kumpel? Und hört die Rüben? Und die pennen alle da oben. Oh, süß. Frischer Sand. Wälzen. 1, 2, 3. Wälzen. Wälzen. Frischer Sand. Wälzen. Nicht wälzen. Salat. Hirse. Wälz dich halt mal. Oh, Entschuldigung. Mit dir mache ich wieder extra Wurst. Ah, Wälzen, sehr schön. Nommel. Ich habe keinen Bock mehr. Es gibt Salat. Lecker, lecker, lecker. Ganz schön fett für das, dass ihr nur Salat kriegt. Nicht zu schlingen, gut kauen. Ja klar, das geht viral, das geht online. Ja. So, Frage, wie läuft's in der Schule? Jetzt müsst ihr antworten. Ja, wir machen Großputz. Wir machen Großputz. In die Fachräume. In die Fachräume. Und sonst stinkt langweilig. Ist euch auch so langweilig? Nein, uns ist nicht langweilig. Euch ist nicht langweilig. Wir könnten noch Hilfe gebrauchen. Oh ja. Wenn es langweilig ist, sofort antreten. Ich weiß gar nicht, ob die das dürfen. Tische putzen und Stühle putzen. Ah, das frage ich lieber nicht. Danke. So, grüß euch. Nachdem wir jetzt endlich die drei wichtigsten Strahlen der Sammellinse entdeckt haben, den Mittelpunktstrahl, den Achsenparallelenstrahl und den Brennstrahl, können wir jetzt endlich dazu übergehen, was? Für ein Kaugummi raustun. Ja.
Herr Hauptfelder, da gibt es Studien, die beweisen, dass man dann besser nachdenken kann, wenn man Kaugummi drin hat. Hä? So ist es dann. Müsst ihr nicht, aber ihr müsst ja nur mich anschauen. Ich muss jetzt hier, müsst euch alle euch vorstellen. Alle. Und das Beste ist dann, wenn jemand müde ist. Nur so gähnt. Okay, also das müsst ihr jetzt halt aushalten. Das nennt man Spiegelmethode. Okay. Also, wir wollen jetzt endlich Abbildungen machen mit den Sammellinsen. Zum Beispiel, wie macht das eine Lupe? Was passiert da eigentlich? Warum ist das größer, kleiner? Wie funktioniert eine Brille? Und das werden wir jetzt im folgenden Video klären. Viel Spaß!